Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Was erzählen wir überhaupt hier? Ja, weiß ich ja nicht. Deine Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 10. Dezember und am 10. Dezember will Marc Hagenbeck hier, mein Partner auf jeden Fall, nicht kongenial, ich wollte schon kongenial sagen, aber es wäre ja gelogen. Mein Partner hier will von dem heutigen Geburtstagskind was erzählen und das ist Kenneth Branagh. Kenneth Branagh ist natürlich, da ich jetzt gerade erst erfahren habe, dass ich etwas über Kenneth erzählen soll. Kennst du den? Kenneth ist natürlich ein politisch, ein Schauspieler. Ja. Sportler? Schauspieler? Schauspieler. Kenneth ist, der hat in so Filmen mitgespielt wie, helf mir mal schnell. Viel Lärm um nichts. Viel Lärm um nichts, ja, wer kennt es nicht. Oder auch Hamlet. Hamlet. Ja. Und wie hieß es eine hier noch? Henry der Fünfte? Der Fünfte, genau, ja. Ja. Kennst du gar nicht? Nee. Echt, der hat super geile, also hier Hamlet, mit ihm geht, glaube ich, 5 Stunden lang. Weltklasse. Echt? Super geiler Film. Also das Hamlet spielt er dann und an der, ich habe ihn verschlungen, den Film. Ich habe, glaube ich, schon 8-mal gesehen und er geht wirklich 5 Stunden am Stöcki. Hamlet, Puh. Ist das was mit Tieren? Oder wie ist das? Ja, ja, Hamlet Fleisch, kennt man ja vom Döner. 10. Dezember, was ist da noch passiert? Ja, 10. Dezember ist der internationale Gedenktag der Menschenrechte. Na, ist doch nichts Schlechtes. Na, das ist gut. Ja, mach mal ein Bild dazu, zack. Das ist wirklich gut, da habe ich auch ein Bild dazu mitgebracht. Und? Da sieht man hier im Hintergrund mal die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Charta. Ja. Ja. Kennst du ein Menschenrecht? Na klar, das Recht auf freie Meinung ist eines der wichtigsten Menschenrechte. Ja. Und? Die menschliche Würde ist unantastbar? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Was noch? Freie Ausübung von Religion. Okay. Was noch? Sexualität. Was noch? Nutzung von YouTube. Ja, auf jeden Fall. Also kann man frei, wenn man möchte. Kann man? Ja. Wenn du sie alle auswendig kannst, dann schreib sie doch mal unten in die Kommentare. Alle? Ich kenne sie nämlich nicht. Ja. Nee. Vielleicht kennst du die Charta auswendig, kann ja sein. Ja. Oder vielleicht beschäftigst du dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise damit, dann schreib's doch einfach mal rein und helf uns mal ein bisschen auf die Sprünge. Am 10. Dezember 1976 ist der Film in die deutschen Kinos gekommen. Brust oder Keule mit Louis de Funès. Ja, genau. Ja. Ja, Louis de Funès und ein Zitat aus dem Film ist, wo er dann halt. Er ist ja Restauranttester und er testet da die Temperatur von einem Schnitzel, hält da so ein Thermostat rein und sagt dann, oh, 6 Grad wärmer als das Speiseeis. Ja, auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film, super geil, ich habe ihn schon 1000 Mal gesehen. Also die ganzen Filme von denen. Ich habe ihn schon mindestens, also wirklich, 1000 Mal sagt man ja immer so dahin, aber ich habe ihn bestimmt schon 200 Mal gesehen, bestimmt. Und wenn ihr den gesehen habt, dann guckt ihr euch im Anschluss noch Louis und die außerirdischen Kohlköpfe an. Ja, genau. Und Louis der Geizkragen. Genau. So, das ist dann halt Louis der außerirdischen Kohlköpfe. Wenn ihr nicht wisst, was machen denn die zwei alten Männer da irgendwie so, dann guckt einfach mal da rein. Das ist Insiderwissen. Und dann wisst ihr, oder dann hier, wo der eine dann Furz lässt und sagt, wo die dann sich gegenseitig beklatschen. Ne? Also, dass die Hose aushält. Und das ganze Haus wackelt und so. Ne? Nein, das Haus wackelt nicht, aber er sagt, dass das die Hose aushält. Das Lustige bei diesen... Die Regale wackeln beim Furzen. Nein. Ich guck's mir nochmal an. Ach, die Regale wackeln beim Furzen. Ich habe den Film 500 Mal gesehen und du willst mir was von irgendwelchen wackelnden Regalen erzählen. Die furzen doch draußen im Freien. Nein, die furzen auch bei ihm drin im Haus. Nein, drinnen. Und dann wackeln die Regale. Nein, drinnen wird nicht gefurzt. Da sagt der Louis de Funès auch, nein, bei uns, wir gehen raus, um zu furzen. Das machen wir niemals im Haus. Sagt er noch im Film. So, jetzt kommst du wieder mit dem 10. Dezember. Ja, Tag der Menschenrechte und welche Ironie des Schicksals. Und genau an diesem Tag der Menschenrechte stirbt jemand, der es damals nicht so ganz genau genommen hat. Und zwar der ehemalige Generaldiktator des Landes Chile, der Pinochet. Pinochet ist gestorben am Tag der Menschenrechte. Genau, und da gab es dann auch Demonstrationen von Anhängern, Gegnern und Opfern. Und das hatte zur Folge, dass es richtig heftige Straßenschlachten auch in Chile gab. Ja. Das war der 10. Dezember. Am 10. Dezember haben wir ganz viel gelernt. Besonders oder Wackel. Käse, wackel. Auf jeden Fall morgen am 11. Dezember könnt ihr wieder reinschalten mit ganz viel
Angeberwissen, das euch vermittelt wird. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Ich lasse noch einen fahren und sag auch mal Tschüss. Nein, bitte nicht. Hm.